Vater, wie lange bist du schon wieder hier heroben? Warum schläfst du nicht in deinem Bett? Vater! Vater! Sag mal, bist du verrückt? Du holst dir doch den Tod heroben in der Kälte. Lass das Fenster auf. Wie spät ist denn? Es ist 20 vor 9. Um 10 kommt Ben. Er will die beiden Kameras holen, hast du sie endlich fertig? Also, der Ben, ja. Was will der holen? Die beiden Kameras, die du ihm bis letzten Mittwoch versprochen hast. Heute ist Sonntag. Na und? Hat er denn Sonntag seinen Laden offen? Nein, aber morgen ist Montag und er kann die Leute nicht mehr länger hinhalten. Außerdem hast du es ihm bis Mittwoch versprochen. Papp, nur hör doch mal auf zu meckern, Helga. Hört ihr das an hier? Das Prachtstück. Mein neues 1000mm Tele. Du, heute Nacht habe ich die Jupitermonde zum Greifen nahe gehabt. Und am Tage, da kannst du bequem von hier bis da. Ich habe jetzt keine Zeit. Bist du wieder hier oben frühstücken in der Kälte? Hab keinen Hunger. Keine Tee wäre nicht schlecht. Helga. Komm. Guck doch mal durch. Komm. Ja. Kannst du jede Einzelheit erkennen. Und? Was siehst du? Eine Baustelle. Neubau. Und ein Auto. Was schätzt du, wie weit das entfernt ist? Keine Ahnung. Fast ein Kilometer. Na, großartig. Ich gratuliere. Was soll ich denn jetzt Ben nachher sagen? Was ist mit den beiden Reparaturen? Na ja, ich mach sie fertig. Kann sie morgen haben. Dankeschön. Guten Morgen. Morgen. Herr Streik, können Sie mir helfen? Nein, ich bin kein Mechaniker. In der Werkstatt da drüben mal zu. Heute ist Sonntag. Ich habe eine dringende Verabredung auf der Baustelle. Keine 5 Minuten von hier. Könnten Sie mich hinfahren? Geht leider auch nicht. Ich bin nämlich allein. Dann rufen Sie mir wenigstens ein Taxi. Gut, das kann ich machen. Thank you.
eben. Da haben sie einen Mann runtergeworfen von der Baustelle. Das ist dieser Roboter an der Berliner Straße. Langsam, wo genau? Berliner Straße? Ja, fast am Ende. Fahren Sie schnell hin und beeilen Sie sich. Aber das ist bestimmt nichts mehr zu machen. Das ist überhaupt nichts mehr zu machen. Ja, nur beruhigen Sie sich erstmal. Schildern Sie bitte nähere Einzelheiten. Was haben Sie genau gesehen? Was? Wie ist der Name, Ihre Adresse? Hm? Name, Adresse? Nein, nein. Haben Sie mich nicht verstanden? Ihren Namen bitte, Ihre Adresse? Nee. Sind Sie noch da? Hallo? Melden Sie sich. Ja! Falls Sie mir Ihren Namen nicht nennen wollen, beschreiben Sie mir doch wenigstens... Starten Sie mal! Na also! Volltanken bitte! Normal! Komm gleich! Was bekommt ihr? Ja, lassen Sie mal. Schon gut, sein Schmuck. Name des Toten ist Ulrich Erdmann, 51 Jahre, Bauunternehmer. Er ist von da oben runter. Vermutlich um 8.50 Uhr. Jemand hat über Notruf einen Mord gemeldet, dann wieder aufgelegt, ohne seinen Namen zu nennen. Aber die Spurensicherung meint, das kann auch ein Unfall gewesen sein. Eine Leitersprosse ist gebrochen. Sie steht da oben, direkt am Rand. Aber der Schneematsch hat die Spuren sehr unbrauchbar gemacht. Was hat denn der da oben gemacht am Sonntagmorgen? Er war verabredet. Mit seinem Teilhaber. Der hat sich aber wegen einer Autopanne verspätet. Als er hier ankam, war die Funkstreife schon da. Wo ist denn jetzt der Teilhaber? Da drüben in der Baracke. Schwer geschockt. Der Tote war sein Schwager. Gehen wir mal zu ihm. Ich glaube, der Dr. Weinert ist jetzt fertig. Gut, dann warten wir erst mal, was der Doktor sagt. Wieso bist du denn nicht unten geblieben? Ich hab mir nur was geholt. Ich bring dir doch das Frühstück. Soll ich ihn hinstellen? Ja, stell's da hin. Jetzt ist es 10 vor 10. Ben wird gleich da sein. Willst du nicht wenigstens ein paar Worte mit ihm sprechen? Nein. Ich hab hier zu tun. Sag mal, du spinnst wohl heute. Guten Tag, Herr Mogge. Bitte bleiben Sie doch liegen. Brauchen Sie einen Arzt? Nein, nein, es geht schon wieder. Kriminalpolizei? Ja, Köster ist mein Name. Das ist mein Kollege, Herr Heimann. Kann man uns einen Augenblick unterhalten, Herr Mogge? Dürfen wir uns setzen? Ja, selbstverständlich. Dankeschön. Ich bitte darum. Entschuldigen Sie, ich bin auch das mitgenommen. Sie waren mit Herrn Erdmann hier verabredet. Ja, 8:45. Durch eine Autopanne habe ich mich verspätet. Als ich um 8:45 hier ankomme, steht neben Ulrichs Wagen schon die Polizei. Und er selbst. Sie wissen ja. Was glauben Sie, war die Ursache? In unserem Beruf sind solche Unfälle keine Seltenheit. Das stimmt. Aber wenn einem der Verunglückte so nahe steht... Ihr Teilhaber. Teilhaber? Schwager? Freund? Wir haben zwei Schwestern geheiratet. Der Schwiegervater war Dachdeckermeister. 12 Leuten. Damals, vor 10 Jahren. Wie steht die Firma jetzt?
Heute gehören wir zu den Größten in der Branche. Zurzeit arbeiten bei uns 140 Leute. Außer sonntags. Ja. Aber die beiden Chefs wollten sich hier um 8.45 Uhr am Sonntag treffen. Ein Unternehmer hat niemals Feierabend, Herr Köster. Schon gar nicht beim Bau. Was war der konkrete Grund Ihres Treffens? Ein neuartiges Isoliermaterial. Hervorragende Eigenschaften und enorm preiswert. Wir wollten Kosten senken. Mit dem alten Material hatten wir schwere Verluste. Undichte Industriedächer, Schadenersatzansprüche, das bedeutet Regresspflicht für unsere Firma. Ja, deshalb wollten wir beide an Ort und Stelle. Ulrich rief mich gestern Abend an und schlug dieses Treffen vor. Einen Moment, Herr Moria. Vater? Benny ist jetzt da, er möchte dich sprechen. Ich kann jetzt nicht. Sag ihm, er kriegt seine beiden Kameras morgen früh. Ach, sag's ihm doch selber, er will mit dir sprechen. Er sagt, es geht so nicht mehr weiter, er will jetzt endlich klare Verhältnisse schaffen. Klare Verhältnisse? Was ist ihm denn unklar? Ja, also kommst du jetzt? Ja, ich komme in 5 Minuten runter. Kannst du mir inzwischen eine Tasse Kaffee geben oder sowas? Ja, gut, ich sag's Ihnen. Mit anderen Worten, 3 Möglichkeiten. Unfall, Mord oder Selbstmord. Welche Möglichkeit wäre denn die glaubhafteste? Keine. Die Spurensicherung ergibt für jede Version 1/3 Wahrscheinlichkeit. Die Sprosse kann unter dem Gewicht des Mannes zerbrochen sein, sie kann aber auch zerschlagen worden sein. Von ihm selbst, um einen Selbstmord zu verschleiern, oder von seinem Mörder als Tarnung, um uns zu täuschen. Ja, das kann man ja nachprüfen, ob die Sprosse morsch ist, ne? Ja, wir sind schon dabei. Mhm, danke. Auweia. Jetzt gibt's noch ein Problem, Herr Morgan. Frau Erdmann, wer soll's hier sagen? Ja. Herr Ola. Wer soll's hier sagen? Na ja. Sie selbst oder Ihre Frau? Meine Frau ist tot seit 4 Jahren. Ach so. Wir können natürlich auch zusammen hinfahren. Einverstanden, fahren wir gleich. Können wir fahren? Wohin? Zu Frau Erdmann. Ja, hier ist ja alles soweit untersucht, auch da oben und am Dach. Weiß man schon, ich meine, haben Ihre Techniker da oben eine Erklärung? Leider nicht nur eine. Sieht aus wie ein Unfall. Sieht aus, wie soll ich das verstehen? Ja, es könnte auch Selbstmord gewesen sein. Was? Ja. Machst du mal zu. Sie erzählten von schweren Verlusten, die auf die Firma zukommen, Regresspflicht und so weiter. Ausgeschlossen, kein Selbstmord, niemals. Wir sind stark genug für solche Rückschläge. Ein Bankkredit von 600.000 war so gut wie bewilligt. Und überhaupt, Ulrich war kein Selbstmordtyp. Auch schon aus religiösen Gründen. Nein, Herr Köster, völlig ausgeschlossen. War ja nur eine Vermutung. Die dritte Möglichkeit wäre Mord. Mord, ist das Ihr Ernst? Gibt es einen Hinweis? Ja, da hat jemand angerufen bei der Polizei. Wann? Nach dem Sturz, unmittelbar nach dem Sturz Ihres Schwagers. Der hat von Mord geredet und hat auch das Haus bezeichnet und die Straße. Deswegen sind wir ja hier, Herr Mogge. Ein Augenzeuge? Wer? Ha, das wissen wir nicht, der hat gleich wieder eingehängt. Ja, und was machen Sie in solchem Fall? Ich meine, versuchen Sie den Anrufer nicht zu finden. Natürlich, wir werden versuchen, ihn zu finden. Können wir jetzt zu Frau Erdmann gehen? Ja. Dankeschön. Dankeschön, Herr Mogge. Vater, hörst du ihm überhaupt zu? Doch, doch. So, was hat er denn zuletzt erzählt? Zuletzt erzählt? Von seiner Drogerie. Was willst du?
vergrößern oder verkaufen. Also bitte, ne? Du hast überhaupt nichts mitgekriegt. Interessieren nur deine Sterne, deine Fernrohre und deine Dunkelkammer. Wenn ich dir was erzähle oder wenn Ben dir was erzählt... Er spricht so verdammt leise. Du weißt doch, dass mein Gehör nicht mehr ganz in Ordnung ist. Warum spricht er denn nicht lauter? Warum sprichst du denn nicht lauter? Jetzt hau doch mal mit der Faust auf den Tisch. Helga, das bringt doch nichts. Wenn dein Vater keine Lust hat, dann... Ach, hör auf, ich kann das nicht mehr hören. Ihr geht mir auf den Geist. Alle beide. Also, Ben, ich repariere dir die Dinger noch heute. Am späten Nachmittag kannst du sie abholen. Willst du nicht mit uns essen? Helga, warum lädst du denn Ben nicht zum Abendbrot ein? Weil er schon eine Verabredung hat. Ja. Mit seiner zukünftigen Frau. Wie bitte? Mal, das soll wohl ein Witz sein. Nein, Konrad. Kein Witz. Ich habe annonciert wegen einer Frau mit etwas Vermögen. Jetzt scheint es zu klappen. Aber wie stellst du dir das vor, Ben? Du und Helga, ihr gehört doch schon seit einer Ewigkeit zusammen. Das ist es ja. Schon viel zu lange. Helga lebt mit dir, du brauchst sie, ich sehe das ein, aber jetzt brauche ich auch meine Chance. Na, was für eine Chance? Du kannst doch meine Helga nicht plötzlich in die Ecke stellen wie ein altes Stück Möbel. Doch, er kann. Ich bin ihm auch gar nicht böse. Er war schließlich lange genug verlobt. Und er war auch lang genug Pächter. Jetzt will ihm die alte Frau Gabriel die Drogerie endlich verkaufen. Ben hat aber nicht genug Geld. Moment. Wie viel verlangt diese Frau Gabriel? 85.000. Ich habe aber nur 20. Da fehlen also noch 65. Also Kinder, du darfst da jetzt nichts überstürzen. Ne? Wenn so eine Geldheirat, das bringt doch nichts. Und da wirst du nicht glücklich bei, du musst nur ein bisschen warten, Junge. Warten? Worauf denn, Konrad? Ich bin 30. Wenn's jetzt nicht klappt, klappt's nie. Sag ab für heute Abend, Ben. Glaub mir, wir werden da schon eine Lösung finden. Ich werde das fehlende Geld schon noch auftreiben. Muss mir bloß ein bisschen Zeit lassen. Verstehst du? Vater spielt nämlich Lotto. Jeden Samstag. Für 6 deutsche Mark. Ich habe aber keine Zeit mehr. Versuche alles möglich, um auf eigene Füße zu kommen. Die Sache mit dem Isoliermaterial, was ich vermitteln wollte, funktioniert auch nicht. Was denn für ein Isoliermaterial? Ich denke, du hast eine Drogerie. Ja, aber ich muss sehen, wie ich zu Geld komme. Vergiss es. Carola, hörst du mich? Carola. Sag doch etwas. Sage irgendwas. Sei ganz ruhig. Soll ich den Hausarzt anrufen? Ein schrecklicher Unfall. Vor 1,5 Stunden. Er ist abgestürzt, ausgerutscht und dann abgestürzt. Hast du ihn... Bist du bei ihm gewesen? Als ich kam, war schon alles passiert. Ich weiß nicht, ob Sie noch Fragen an meinen Schwägern haben. Ja, ich hätte schon 2 oder 3 Fragen, aber das muss nicht jetzt sein. Frau Erdmann kann auch morgen in unser Büro kommen. Nein, nein. Fragen Sie mich. Ich möchte es hinter mir haben. Bitte, da war ein anonymer Anruf gleich nach dem Sturz. Da redete jemand von Mord. Alles, wir nehmen das ernst? Wir nehmen es zur Kenntnis. Hatte jemand Feinde? Feinde? Nicht, dass ich wüsste. Mein Schwager war überall beliebt. Diese Verabredung heute Morgen auf der Baustelle, Sie wussten davon... Herr Mogge wusste davon und Herr Erdmann. Wusste das noch jemand? Sonst niemand.
Jedenfalls nicht von mir. Von mir auch nicht, Herr Köster. Gut, das wär's dann für heute. Darf ich mir noch erlauben, Ihnen mein Beileid zu sagen? Ich auch. Ich begleite Sie hinaus. Ich rufe den Arzt an. Zwei Leute können man schon erkennen. Was machst denn du hier oben? Du, da drüben soll einer runtergestürzt sein. Das haben sie zum Mittag im Radio gesagt. Es ist ja kein Mensch zu sehen auf der Baustelle. Ist ja auch Sonntag. Woher weißt du, dass es ausgerechnet dieser Rohbau war? Schon Rohbau an der Berliner Straße, haben sie gesagt. Mehr nicht? Nö, genügt es nicht. Berliner Straße stehen Dutzende solcher Rohbauten rum. Na, was ist denn? Gibt's kein Essen? 20 Minuten. Oder willst du wieder hier oben bleiben? Na, ich bleib hier oben. Das Frühstück hast du auch wieder nicht angerührt. Weiß nicht, warum ich mich da jeden Tag in die Küche stelle. Was? Tag, Herr Köster. Ja, der Herr Baderholz. Was machen Sie denn hier? Sind Sie im Dienst? Wie man's nimmt. Und Sie? Wie man's nimmt. Heute ist Beerdigung. Und bald ist Gras über die Sache gewachsen. Oder wissen Sie was Neues? Nicht viel. Und Sie? Was ist? Muss eure Versicherung zahlen? Sieht so aus. Eine halbe Million. Und weil es ein Unfall sein sollte, das Doppelte. Ja. Sagen Sie, glauben Sie immer noch am Mord? Wir denken drüber nach. Selbstmord wäre ich lieber, nicht? Natürlich. Wer spart nicht gerne Geld? Hm? Aber jetzt mal ehrlich, wie stehen denn unsere Chancen? Ach, wissen Sie, lieber Maderholz, unsere Chancen stehen manchmal besser, als wir wissen. Es gibt Firmen, die sehen aus wie so ein Rotbäckiger Weihnachtsapfel. Wenn man reinbeißt, was findet man dann? Hm? Na, was findet man? Eine Marder, Herr Maderholz. Aber nicht wieder gleich der Presse sagen, ne? Aber Herr Köster, Sie kennen mich doch. Eben.
Morgen, Herr Köster. Moin, Gerd. Hast du schon Zeitung gelesen? Nein. Habe ich da was versäumt? Ja, ich glaube schon. Kannst du mal reingucken. Es handelt sich um den Sturz von Ulrich Erdmann. Stell dir mal vor 4 Tagen habe ich den Marderholz getroffen. Ganz zufällig, da oben auf dem Dach. Unseren Marderholz? Von der Versicherung? Ja, den. Und schon gibt's Probleme mit der Versicherung. Hier, für den Schwager und für die Witwe. Finanzprobleme. Was glauben Sie denn? Eine Unverschämtheit. Beruhigen Sie sich doch einmal. Ich weiß gar nicht, ob der Köster überhaupt da ist. Das werden wir ja sehen, ob er da ist oder nicht. Kommen Sie doch erst einmal zu mir rein. Was wollen Sie denn damit erreichen? Was ist denn hier los? Was ich zu sagen habe, das werde ich ihm persönlich sagen. Zwar jetzt. Das ist doch ein Komplott. Ein ganz mieses Spiel mit verteilten Rollen. Aber sowas können Sie nicht mit mir machen, Herr Köster. Nicht mit mir. Das können Sie mit jemand anderem machen. Ach nein, sämtliche Zeitungen. Glänzendes Zusammenspiel, wirklich. Kripo, Presse, Versicherung. Das gehört wohl zur neuen Sparwelle, was? Und immer auf Kosten der Bürger, aber nicht mit mir, Herr Köster, nicht mit mir! Ich mache Ihnen 3 Vorschläge, Herr Mogge. Setzen Sie sich hin, schrauben Sie Ihre Lautstärke runter und wiederholen Sie Ihre Vorwürfe einzeln, damit wir Ihnen antworten können, ja? Herr Köster, vor 10 Tagen, ich erinnere an unser Gespräch in der Baubaracke und an das Gespräch im Hause meiner Schwägerin. Sie haben gesagt, dass alle Spuren am Unglücksort auf Unfall schließen lassen. Das stimmt, Herr Mogge. Das stimmt auch heute noch. Aber solche Spuren können auch konstruiert werden. Von einem Mörder oder von einem Selbstmörder. Natürlich. Und darauf stützen sich jetzt auch die Versicherungen. Die weigern sich nämlich zu bezahlen, Herr Köster. Die zweifeln an dem Unfall. Und woher haben die ihre Zweifel? Doch nur von Ihnen. Und wer bringt sowas dann auch noch rüber in alle Zeitungen? Ja, ich doch nicht, Herr Mogge. Meine Mitarbeiter auch nicht. Wir haben das eben gelesen, wie jeder andere Zeitungsleser auch. Wie hoch ist denn die Versicherungssumme? 500.000. Bei Unfall das Doppelte. Wir waren beide versichert, Ulrich und ich. Auf Gegenseitigkeit. Warum auf Gegenseitigkeit? Verdammt nochmal, Baustellen sind gefährlich. Das ist immer ein Risiko. Da muss ich Ihnen recht geben, Herr Mogge. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist immer ein Risiko. Bei Ben war ich auch. Er fragt, ob du die hier reparieren kannst. Der Transport hier geklemmt. Naja, das mache ich. Er lässt dich grüßen. Danke. Ja, und er fragt, ob ich ihm heute ein paar Stunden in der Drogerie helfen könnte. Er muss Ware umräumen. Vormittags oder am Nachmittag. Was wären dir lieber? Mir? Du kannst den ganzen Tag bei ihm bleiben, wenn er dich braucht. Sag mal, wird er ungeduldig? Fragt er nach dem Geld, was ich euch versprochen habe? Das würde er nie machen. Kennst ihn doch. Sag mal, sind das für viele Zeitungen? Werden dir die gebracht? Niemand. Ich hab mir selber besorgt, drüben am Kiosk. Das ist wohl ein bisschen zu viel Geld, ne? Gib mir mal das Telefonbuch rüber. Wer ist es denn? Weiß ich nicht. Sie haben doch gesagt, es ist wichtig. Hat der gesagt. Mogge. Moment, wer sind Sie denn überhaupt? Was wollen Sie damit sagen? Ich glaube, das geht Sie gar nichts an. Und falls Sie einer von diesen oberschlauen Versicherungsdetektiven sind, dann rate ich Ihnen dringend. So, Sie wollen mir helfen. Was für Beweise? Beweise gegen die Leute von der Versicherung. Sie sind im Recht, Herr Mogge. Ihr Schwager hat keinen Selbstmord begangen. Dafür liefere ich Ihnen gerne die Beweise. Aber nicht am Telefon. Das kommt noch nicht in Betracht.
Nee, ich schlage Ihnen einen neutralen Ort vor, Hamburger. Was sagen wir in einer Stunde? Also gut. Ich beschreibe Sie ihn. Herr Mogge? Sie sind das also? Ja, ich bin das. Ich bin oft hier oben. Am Tage bei jedem Wetter. Wenn der Himmel klar ist, auch nachts. Ich habe ja mein Abendgewitter erlebt. Ich kann Ihnen sagen, ich habe gedacht, die Welt geht unter. Wollen wir nicht zur Sache kommen? Gerne, Herr Mogge. Vielen Dank, bitte schön. Na, hat's geklappt? Was soll klappen? Mit einem Vermittlungsgeschäft. Die Sache mit dem Isoliermaterial. Ach so, das. Ich glaube, das wird nichts. Kunde kann sich nicht entscheiden. Wirst du eben doch auf die Heiratsannonce zurückkommen müssen. Hör auf damit. Hat dein Vater schon was gesagt? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass der Geld auftreibt. Kann man nichts machen. Hä? Wie finden Sie das? Erstaunlich. Dann sind Sie also der Mann. Welcher Mann? Bei der Polizei angerufen hat. Vom Mord geredet. Und dann den Hörer wieder aufgelegt hat. Warum sind Sie nicht mit diesem Foto gleich zur Polizei gegangen? Ich wollte da nicht in irgendwas reingezogen werden. Und jetzt? Und jetzt lese ich plötzlich vom Selbstmord. Und wollen die Versicherung natürlich das viele schöne Geld nicht rausrücken. Ne? 1 Million. Steht in der Zeitung. Zeitungsschreiber übertreiben immer. Aber dieses Foto, wenn man genau hinsieht, kennt man eigentlich so gut wie nichts. Irgendwelches gestapeltes Material, zwei Gestalten, ohne Gesichter. Der eine hebt etwas hoch. Aber wer das ist und wann das passiert ist? Naja, vielleicht nützt Ihnen dieses Foto nicht viel, aber... Wenn ich nur noch ein paar andere hätte, gestochen scharf, damit würden Sie jeden Prozess gegen die Versicherung gewinnen, mit Leichtigkeit. Kann man die Fotos haben? Ja. Natürlich auch die Negative oder den Film. Ja. Muss aber eine gute Kamera sein. Ein ganz normales Kleinbild, aber das Objektiv, ein selbstgebautes Tele, Brennweite 1000. Respekt, Herr. Jetzt weiß ich immer noch nicht Ihren Namen. Und so soll's auch bleiben. Was kosten die Fotos? Ich brauche 65.000 Mark, Herr Mugge. Kein Scheck, in bar. Und so schnell wie möglich. Das ist angemessen. Haben Sie Mitwisser? Ihre Frau vielleicht? Und seit 11 Jahren bin ich Witwer, ich lebe alleine. Gut. Einverstanden.
65 in Baden. Heute Abend. Also, wann und wo treffen wir uns? Am besten wieder hier. Um 11 Uhr. Ich bin pünktlich, Herr Bogge. Von da oben runter, weil seine Bremsen versagt haben oder sowas ähnliches. Ja, und was haben Sie dann gedacht? Dann habe ich gedacht, tödlicher Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Betrunkener Raser, die den Rollstuhlfahrer in der Nacht zu spät gesehen haben. Sie schleppen den Toten mit seinem Vehikel weg von der Straße und legen ihn dazwischen die Felsbrocken. Und beide Vermutungen waren dann falsch? Ja, der Mann ist erschlagen worden. Trümmerbruch des Schädeldaches. Sonst keine Verletzung. Trümmerbruch des Schädeldachs. Und Sie meinen, das könnte nicht passiert sein, wenn er da oben runtergerollt ist oder wenn er vom Auto überfahren wurde? Nee, nee. Der ist dazwischen die Steine gelegt worden. Sehr dekorativ. Und sein Rollstuhl auch. Schönen Dank, Herr Doktor. Herr Möhring, Herr, was ist mit dem Rollstuhl passiert? Na, den haben Sie demontiert und daneben die Leiche gelegt. Ja, so sieht er auch aus. Hast du ihn identifiziert? Ich habe seinen Reisepass. Er heißt Konrad Paulsen. Hast du auch die Adresse? Ja, die habe ich auch. Dann fahr mal hin. Ich? Ja, wer denn sonst? Herr Köster, Sie wissen doch, dass ich... Na gut, dann fahren wir zusammen. Dankeschön, Frau Paulsen. Verzeihung, ich muss noch mal schnell das Bügeleisen. Ja, bitte? Frau Paulsen, Ihr Vater... Ach so, um ihn geht's. Ja, der ist wieder oben in der Dachkammer. Da verbringt er manchmal die ganze Nacht und fotografiert Sterne. Das ist sein Hobby. Wollen Sie hinaufgehen oder soll ich ihn runterholen? Haben Sie schon nachgeschaut? Nee, wozu? Ich kenne das ja von ihm. Er muss sowieso gleich kommen. Was wollen Sie eigentlich von ihm? Von ihm nichts, Frau Paulsen. Wir sind zu Ihnen gekommen. Aber leider mit einer sehr traurigen Nachricht. Verstehe nicht. Wie meinen Sie das? Augenblick mal. Der Rollstuhl ist nicht da. Zwei Frühsportler haben ihn heute Morgen am Fuß des Olympiabergs gefunden, zwischen den Felsbrocken, neben seinem Rollstuhl. Tot? Ja. Kommen Sie doch bitte rein, ja? Die Täter haben ihn erst nachher da unten hingelegt. Es sollte aussehen wie ein Unfall, aber es war keiner. Soll ich mal noch auf? Ja, Frau Paulsen, kann mein Kollege sich mal da oben in der Dachkammer umsehen? Vielleicht finden wir Hinweise. Treffer im Lotto, auf den er immer gewartet hat.
Aber der kam nie, nicht? Natürlich nicht! Dann hat er wieder tagelang geschwiegen, sogar wochenlang. Und in der Nacht in den Himmel gestarrt. Spazieren gehen in der Milchstraße, hat er das genannt. Wie war das mit dem Freund, von dem Sie mir erzählt haben, dem Drogisten? Wie heißt der? Klages, Sven Klages, das ist ein alter Schulfreund von mir. Der hat die Drogerie gepachtet. Und jetzt könnte er sie günstig kaufen. Hat er kein Geld? Nie genug. Es fehlen ihm nur 65.000. Er hat alles Mögliche versucht mit Versicherungsgeschäften und so. Es hat nie zu ihm gehauen. Dann hat er es eben mit dieser Heiratsannonce probiert. Ach, schon was im Gange. Vater wollte das verhindern. Hat gesagt, wir sollten nichts überstürzen. Er würde uns das fehlende Geld geben. Ja. Wir müssten nur ein bisschen Geduld haben. Ach ja. Wie kann er das gemeint haben mit dem fehlenden Geld? Ich hab's nicht ernst genommen, Herr Küster. Ich hab gedacht, er spinnt sich wieder ein. Es ist ein Lotto-Traum. Wo guckst du denn da hin? Siehst du eine Dame im Badezimmer? Riskieren Sie mal einen Blick. Das ist ja der Neubau, ja. Wo wir da... Ja, ja. Ich habe aber noch was. Kommen Sie. Das ist ja ein unglaubliches Foto. Ist ja unglaublich. Aber als Beweisstück natürlich völlig unzureichend. Sie meinen, weil man die Gesichter nicht erkennt? Naja, nicht nur deshalb. Die Fotos können 3 Stunden alt sein, 3 Wochen oder 3 Tage. Das beweist doch im Grunde gar nichts. Aber es hilft uns, wir werden gedeihter. Wir wissen jetzt, was da wirklich passiert ist am Sonntagmorgen. Danke. Wir wissen auch, warum der alte Mann sterben musste. Gut. Also fangen wir nochmal von vorne an, ganz schulmäßig. Wem nutzt der Mord an Ulrich Edden? Herr Bocke? Daran auffällig sein, dass die Frau Erdmann mit ihrem Schwager aus der gemeinsamen Firma rauskommt. Sie haben sich sehr aufgeregt unterhalten. Worüber haben die sich auffällig unterhalten? Das weiß ich nicht. Ich habe kein Wort bei der Entfernung verstanden. Gibt's was Neues? Das ist also das Einzige, was wir über die beiden recherchiert haben. Vielleicht heiratet er sie eines Tages, dann gehört alles ihm. Mal keine Fakten und Vermutungen durcheinander werfen. Ne? Ach ja! Da war dann noch jemand, der wollte mit Herrn Mogge dringend reden. Wurde aber ziemlich heftig abgewimmelt. Wer war das? Ich bin ihm gefolgt. Drogerie Klages, Hans-Sachs-Straße. Klages? Ah ja. Wollen wir nicht lieber nach hinten gehen? Ja, bitte. Gerne, Herr Klages. Hier, bitte. Wo, hier? Ja, hier.
Bisschen eng haben sie es hier, was, Herr Klages? Ja, ja. Die Lagerhaltung. Die Lagerhaltung ist mein größtes Problem. Ich muss alles vorrätig haben, was die Kundschaft verlangen könnte. Denn abends im Fernsehen ein neues Waschpulver vorgestellt. Sind Sie das alles allein hier? Gelegentlich hilft mir die Helga. Sind Sie sicher, dass es kein Unfall war? Ganz sicher. Aber wer? Wer könnte? Und warum? Haben Sie schon einen Verdacht? Herr Klages, was wollten Sie von Herrn Mogge? Ich dachte mir, dass Sie das fragen. Sie lassen Herrn Mogge beobachten, nicht? Die Fragen stelle ich, Herr Klages. Entschuldigung. Ich habe versucht, an einen Auftrag heranzukommen. Ein Schulfreund von mir stellt ein neuartiges Isoliermaterial her. Wenn ich Zeit habe, bin ich für ihn unterwegs. Auf Provision. Sekunde. Komme gleich. Bei Erdmann und Mogge hätte es beinahe geklappt. Ein Riesenauftrag. Herr Erdmann war dagegen, Herr Mogge war dafür. Aber als Herr Erdmann tot war, wollte Herr Mogge nichts mehr davon wissen. Könne sich keine Risiken leisten oder sowas. Ich hab's dann noch ein paar Mal probiert, aber Sense. Wir werden das überprüfen. Sie können uns doch sicher den Namen von Ihrem Schulfreund sagen. Sicher kann ich das. Sie können ihn sofort anrufen. Herr Klages. Ja? Wenn das stimmt, was Sie da sagen, würden Sie uns dann einen Gefallen tun? Was sagst du denn dazu? Guck dir das mal an. Ja. Scheißdreck. Gnädige Frau, der Herr Köster von der Kriminalpolizei. Ich lasse bitten. Ja, ist gut. Die gnädige Frau lässt bitten. Ja. Guten Tag. Tag, Herr Köster. Ah, prüfen Sie die Versicherungsformulare, ja? Ja, die Sache wird immer komplizierter. Mein Schwager berät mich gerade. Guten Tag, Herr Mogge. Ich glaube, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Auch für Sie, Herr Mogge. Das können wir gebrauchen. Wollen Sie nicht sitzen? Danke. Danke. Ja, die Nachricht. Wie manche gute Nachricht hat sie leider einen bitteren Beigeschmack. Ihr Mann war kein Selbstmörder, Frau Erdmann. Er ist ermordet worden. Also muss die Versicherung zahlen. Ermordete? Sind Sie sicher? Ja. Und der Täter, ist er schon gefasst? Nein. Wir haben zwar ein Foto, aber... Bitte, Herr Morgan. Was soll das? Zwei Arbeiter, die irgendwelches Material stapeln. Nein, nein. Zwei Männer im Obergeschoss eines Hochhauses. Der eine, der sich da bückt, ist ihr Schwager. Ja, und der da ist ein Mörder. Unfassbar. Woher haben Sie das? Das Foto hat ein Mann mit einem selbstgebauten Teleobjektiv geschossen. Brennweite 1000. War ein reiner Zufall. Der Mann war ein Bastler und Amateurastronom, war gelähmt, saß im Rollstuhl. Jetzt hat er versucht, mit dem Foto Geld herauszuschlagen und den oder die Täter zu erpressen. Und das hat er mit seinem Leben bezahlen müssen. Der zweite Mord sollte auch wie ein Unfall ausschauen. Aber diesmal ging es schief. Pfuscharbeit. Wissen Sie, wer es war? Nein, leider noch nicht. Der Mann, der Rollstuhlfahrer, ja. Der ist ja tot. Der kann uns nicht mehr helfen. Ja. Aber wir haben eine kleine Hoffnung. Wie meinen Sie das? Der Tote hat einen Freund, einen jungen Drogisten in der Nachbarschaft. Er hat auch ein Fotolabor im Keller. Wir glauben nun, dass er Mitwisser sein könnte. Wir sind sogar ziemlich sicher. Sie kennen ihn übrigens, das ist der Herr Klages. Ach, der? Haben Sie ihn denn nicht gefragt? Doch, doch. Aber er bestreitet es. Wahrscheinlich will er nicht mit reingezogen werden oder er will die Quelle selber nutzen. Aber er hat Angst. Wir hoffen, dass er Vernunft annimmt und uns hilft. So wie Sie uns ja auch helfen, ja, Morgen, nicht wahr? Selbstverständlich, Herr Köster. Ja.
Ja? Was? Was für ein Arsch offen, ich will meine Mäuse. Was? Jetzt noch? Sag mal, du spinnst wohl. Oh Mann, also gut, wann und wo? Ja, ja. Ja. Arsch. Wenn es gut gemacht wird, sind wir in Sicherheit. Wenn es so hundsmiserabel gemacht wird wie beim Olympiaberg, dann können Sie Ihren nächsten Urlaub vergessen. Das ist eine Drogerie, vollgestopft mit brennbaren Flüssigkeiten. Da muss man ein bisschen nachhelfen. Das sollen nicht alle Mensch. Nee. Nee, das ist kein Job für den Einzelnen. Entweder du hilfst oder machst deine Scheiße allein. Gut. Das Doppelte. Das Doppelte und du gehst mit. Schläft er jeden Moment ein. Lassen Sie das fallen. Drehen Sie sich ganz langsam um.
Vielen Dank, Herr Mogge. Sie haben uns sehr geholfen.